So, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 13. Ja, wir sind jetzt hier in Palum Polum immer noch und unterwegs mit dem Snow und dem Hope. Und der X-Button ist gerade voll im Bild. So, gut, dann gehen wir mal weiter und schauen mal, was davon passiert. Und zack, wie eine Elfe. Hier unten ist alles zugefroren. You've changed, haven't you? Seems like you've toughened up. I'm a Lassie. I had to. They're the only ones that ought to be fighting the army are us dumb grown-ups. You think it's stupid to fight? It is if you get killed. Anyway, just lay low. Let the dummies duke it out. The army's no match for Nora, right? He was smiling. Warte, das Messer wird's eh hier. It's me. What's up? You damn well know what's up! Why haven't you called in? Sorry, slipped my mind. Right. What's your status? Great, great. Hope's great too. Are you all right? I'm great, you're great, everybody's great. Reunion time. What? Figure out a rendezvous point. Don't sweat it. That line's hyper-encrypted. Hey, sis. Is that you? I'm not your sister. This city's under our jurisdiction. We're the ones defending it. We should have a say in what's done to protect it. Attention all units. Ignore all fire zone restrictions. Fire at will. What? Whatever it takes to kill the Lassie. Over. Whatever it takes! You want to start a war in the streets? Civilians are still evacuating. The collateral we're talking about is unacceptable. You don't know what it's like out there! You don't understand why we're here. Who do you think it is, terrified of Pulse and begging us to kill the Lassie? It's not the Sanctum. It's not us. It's the people. We'll meet at Hope's place. Felix Heights, 35A. Right. See you there. Tell Fang hey. Hmm? Take care of Hope. All over it. And I'll tell you more about Sarah when we meet up. I found out she can turn back. There's still hope. Snow, listen to me. It's about Hope. His My mother name was... It's me. Hope? Hope! Answer me! Hope! Yelling doesn't fix it. It's called interference. You can chit-chat when we get there. I've got point. You fall in behind. And see if you can't cool off that head of yours. So, Neuformation. Neue Daten, super. Hintergassen von Palum Palum sind wir jetzt also. Und das erste Mal mit. Ja. Das erste Mal mit der Fang. Oder Fang oder wie auch immer. Diese Frau hier jedenfalls. Und wenn ich mich noch richtig erinnern kann, dann hat sie richtig drauf. So. Erstmal Inventar gucken. Und hier alles. So, dann rüsten wir die mal aus. Klingenlanze hat sie. Ja, was geben wir da jetzt? Ja.
Ja, was gehen wir denn? Machen wir mal Ärzte wissen. Wenn die Anführerin ist, dann brauchen wir bestimmt mal ab und zu ein paar Heiltränke. So, was kann die denn als Brecher, Verteidiger und Manipulator? Ah! Ah, machen wir erstmal das. Das ist wichtig. Dann, was kann sie hier noch lernen? Beben. Ja, das ist sehr wichtig. Und hier, Gemarker ist bestimmt nicht schlecht. Und das, nächstes Passwort. So, oder ist es ein... Ist das ein Access? Ja. Machen wir erstmal Brecher. Der ist jetzt ein bisschen wichtiger. So. Ja, und das war's. So, bei der Lightning. Wo waren wir denn da? Da waren wir nicht da. Beim Verheerer. Ja, beim Verheerer waren wir. Fast. Gut, Paradigmen. Was haben wir denn da? Okay, dann machen wir mal... Nee, ja. Genau. Manipulator und Brecher. Und was können wir noch machen? Zwei Brecher vielleicht? Ja. Ja, doch, mach mal. Machen wir es so. Gut. Wir sind ja immer noch im gleichen Kapitel. Ja. So, dann machen wir jetzt erstmal Speichern. Ja. Das war jetzt nicht gerade laut, aber man hat es ja mitlesen können. So, speichern erfolgreich. So, und da laufen wir jetzt voll rein. So, und da ist ja alles analysiert, soweit ich weiß. Ja. So, fang an. Zeig mir, was du drauf hast. Yeah. Das ist schon mal nicht schlecht. Und flieg. Yeah. Die hat's auf jeden Fall drauf. Und zack. Und flieg, Schätzchen. Boah, wir haben keinen Brecher und keinen Heiler. Ja, dann müssen wir mal noch schnell das Paradigma dann bearbeiten. Und fliegt nicht. Naja. So, Phoenix wieder. Und schnell Paradigma bearbeiten. Hier braucht man einen Brecher und Heiler. Ja, genau. So. So ist schon besser. Genau. Ja. So ist gut. So, jetzt zu euch da. Gut, das müssen wir bestimmt... Ja, das analysieren wir mal. Jagia-Drohne. Gut. Die schreit ja lustig. Jetzt hör auf, meine Angriffe zu unterbrechen. Zack, zack. Mein Gott, du scheiß Drohne. Eins. Mai. Ich will jetzt drei Angriffe. Eins, zwei,
3. Also. Geht doch. Ja. Lightning, Heilmoll. So. Und weiter geht's. Ja. Juhu. Lightning hat uns wieder mal gerettet. So, die Lightning ist jetzt mal vom Brecher zum Verheerer degradiert worden. Und was macht der da? Ja. Gibt's eigentlich eine Schatzkiste? Nö. Losfangen. Fang. Oder. Nee. Fass. Oh yeah, von Rundumschlag. Yeah, so genau einen getroffen. Toll. Zack. Oh, da ist jemand im Schock. Und zwar den da. Woo. So, erstmal was zum Heilen für unterwegs. Oh, nichts gegen die Leiten, aber im Heilen ist sie total langsam. So, drei Angriffe, das sollte dann reichen für den 1, 2, ja. Und die Lightning wird abgesandt. 5 Sterne, fast 5 Meterpunkte und ein Dynagrigas. Ja, gut. Dann gehen wir mal zu diesem Checkpoint da vorne. Und eine Zwischensequenz. Start. I've got a few screws loose, but I'm a lessee, same as you. Hmm? Difference being, I wasn't born on Cocoon. I'm from Grand Pulse, the world below you all hate so much. My partner and I turned a crystal there and gone to sleep. But when we came around, here we were. The reason Cocoon's in such an uproar is the same reason you're here now. Vanille and I woke up. Sanctum follows Falcee orders. It's not just after Lassie. They'll target civilians and purge everyone who's a threat. More innocents get killed. You can't take the blame for that. Someone has to. We can still save them. We let loose and bring the army to us. Draw their fire? I'm supposed to protect you. I can't let this happen. It's a tough call, that's for sure. Only one choice, I guess. I try to save everyone. So, Hope, are you with me on this? You just need to look out for yourself.
Bastia. Snow, wenn du es weiter machst, dann wird der Hope langsam richtig böse auf dich, was er ja eh schon total ist. So, jedenfalls sind wir jetzt mit den beiden wieder unterwegs. Wie viel hast du? Ja, einer kommt viel. Ach, was passt, das rentiert sich nicht. So. Gut. Dann. Erstmal hier. Weihwasser. Hallo Leute. Ja, da mal erstmal speichern. Ah, jetzt fällt es mir wieder ein. Wieso ich so... Vielleicht ist ja einem oder anderen von euch aufgefallen, dass ich jetzt mittlerweile schon 52 Speicherplätze habe. Ja, das liegt daran, falls mal irgendwie was sein sollte mit der Aufnahme, dass sie zum Beispiel ja, nicht aufgenommen hat oder total verzerrt oder irgendwas ist, kann ich dann beim letzten Speicherpunkt wieder das nochmal nachspielen sozusagen. Und ja, also dient eigentlich nur zur Sicherheit. Sozusagen. Also falls mal was ist, dass ich dann wieder an den Platz zurückkomme, wo ich war. Ja, deswegen will ich auch meistens jede Folge an einem Speicherpunkt beenden und speichere eigentlich an jedem Speicherpunkt. Ja, falls das mal jemand von euch gefragt hat, jetzt wisst ihr es. So, und jetzt randalieren wir mal ein bisschen. Ja, Präventivschlag hat super funktioniert. So, die haben wir. Ach ja, haben wir schon analysiert. Und flieg. Freiflug. So. Und dann Freiflug. Tja, der ist im Flug von einem Blitz erschlagen worden. Lustig. So, 5 MPD-Punkte. Ja, was denke ich? Sehr viel. Mehr als du anscheinend. So, ich wollte hier kurz was schauen. Bloß was war jetzt das? Genau. Paradigmen. Nee. Ja, vergessen. Egal. Kann man da rauf hüpfen? Nee. So, euch nehmen wir auch mit. Kristallpunkte können wir gut gebrauchen. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Ich wollte dem Snow eine andere Waffe rantun. Weil diese Engelsschwingen oder Engelsherz, was auch immer das Ding heißt, bringen sie nicht ganz so gut. So, und jetzt wächst ein Freiflug nach oben. Gut gemacht, Hope. So, aber jetzt halt. Ausrüsten. Ja, dann kriegst du wieder einen Kraftkranz. Der bringt ein bisschen mehr. Ja, was mache ich? Hier rumlaufen und euch einen Arsch retten. Sozusagen. Ha, da geht's hoch. Hui. Was? Keine Schatzkiste. Ja. Hi, Hope. So, und was haben wir da Schönes drinnen?
Lynn-Aggregate. Yay! Ich glaube, ich muss irgendwann mal wieder die ganzen Waffen aufwerten. Yeah. Ah, toll. Ja, schießt auf den Hope ein. Der holt ja Kugeln locker aus. So, tschüss. Jetzt lasst mal den Hope in Ruhe, ihr Spackos. Oh, tschüss. So, jetzt du noch. Und Freiflug. So. Ach ja, sind wir schon bei 21 Minuten. Gut. Ja, es ist zwar kein Schwerpunkt da, aber... Oder wo ist der nächste? Hm, da vorne. Ach, weißt du was? Mach mal ein bisschen Überlänge. Hallo. So, dann gehen wir mal hier drauf. Hallo. So, dann nehmen wir euch nur mit. Zack, zack, zack. Und Freiflug nach oben. So, jetzt zu euch zwei. Zu euch zwei, zu euch beiden. Ja. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ach komm, ein Schlag. Wortwörtlich. So, der Kampf ist auffällig. Und. Jo, herzlichen Glückwunsch. Jo, bitteschön. So, und jetzt tun wir dem mal das Abwehramulett dran. Dann kriegt der die Notlage Protest, wobei es eigentlich, glaube ich, bei ihm besser wäre. Ah, wohl, der braucht Lebenspunkte. So. Jetzt tun wir speichern. Das war erfolgreich. So, und wie es da vorne weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge, würde ich wieder mal sagen. Also Leute, wünsche noch einen traumhaften Tag, bis zum nächsten Mal, danke fürs Zusehen und haut's rein, Servus!